Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Entführung eines Verkehrsflugzeuges durch japanische Terroristen ist heute Abend in Algerien unblutig zu Ende gegangen. Die Luftpiraten ergaben sich vor knapp 3 Stunden den algerischen Behörden und ließen zugleich die letzten 19 an Bord befindlichen Geiseln frei. Nach Angaben eines Sprechers der japanischen Fluggesellschaft verließen die Terroristen mit erhobenen Händen die Maschine. Was mit den 5 Flugzeugentführern, die in Dakar 6 Gesinnungsgenossen aus japanischer Haft freigepresst haben, nun in Algerien geschieht, ist nicht bekannt. Vergangene Nacht in Kuwait. Die Behörden erteilen den Terroristen erst die Landeerlaubnis, als die Treibstoffvorräte der aus Dakar kommenden Maschine fast aufgebraucht sind. Der kuwaitische Innenminister, der zunächst die Flughafenbefeuerung abschalten ließ, um eine Landung zu verhindern, gibt für seinen späteren Meinungswechsel humanitäre Gründe an. Das Leben der Geiseln sei in Gefahr gewesen. Im Gegenzug lassen die Terroristen 7 Personen frei. Die Maschine wird aufgetankt und startet in Richtung Damaskus. In Damaskus dann die Landung gut 2 Stunden später. Verpflegung und Wasser werden an Bord genommen, das Flugzeug wird wieder aufgetankt. Die Bedingung der syrischen Behörden wird erfüllt. 10 Geiseln dürfen die Maschine verlassen. Der Versuch der Syrer, auch die letzten 12 unfreiwilligen Passagiere freizubekommen, scheitert. Gegen 10 Uhr startet die DC-8, nimmt Kurs auf Zypern, dringt bei Kreta kurz in den griechischen Luftraum ein und fliegt dann weiter in Richtung Algier. Japanische Geschäftsträger am Flughafen Dar el Beidah bei Algier. Die Regierung in Tokio, so heißt es, habe Algerien dringend um die Landeerlaubnis für die gekaperte Maschine ersucht. Die internationale Presse darf die Landung nicht verfolgen, lediglich das staatliche algerische Fernsehen ist dabei. 2 Stunden nach der Landung geben die Terroristen auf. Die Geiseln sind frei. Die schwer bewaffneten Luftpiraten und ihre freigepressten Gesinnungsgenossen werden abtransportiert. Über das weitere Schicksal des früheren Bader-Meinhof-Anwalts Croissant hat ein Gericht in Paris heute zwar beraten, eine Entscheidung aber auf kommenden Montag vertagt. Es ging um die Frage, ob Croissant in Haft bleibt oder nicht. Das Gericht sah sich aber außerstande, heute einen Beschluss zu fassen, weil gerade erst am selben Tag die Bundesanwaltschaft einen neuen Haftbefehl begründete. Darin wird Croissant vorgeworfen, er habe in seinem Stuttgarter Büro der Terrorgruppe um den ehemaligen Anwalt Haag eine Einsatzreserve verschafft. Der Pariser Justizpalast war von starken Polizeikräften bewacht, als Rechtsanwalt Croissant unsichtbar für die Öffentlichkeit zur Verhandlung gebracht wurde. Vor dem Gerichtssaal wurden Journalisten, Zuschauer und selbst Anwälte streng kontrolliert. Die eigentliche Sitzung der Anklagekammer beim obersten Berufungsgericht dauerte dann nur eine gute Stunde. Die meiste Zeit verging mit der Verlesung einer Erklärung, die Croissant in Französisch abgab, wie man auch in der Verhandlung auf einen Dolmetscher verzichtete. Croissant, der in der Erklärung als Adresse ein Pariser Gefängnis angab, wiederholte seine bereits bekannten Argumente. Die Bundesrepublik sei ein faschistischer Staat und jene jungen Leute, die die deutsche Regierung Terroristen nenne, seien in Wirklichkeit Kriegsgefangene und Mitglieder des Widerstands. Croissant benutzte das Wort Résistance, nämlich Widerstand, ohne Zweifel, um beim Gericht Erinnerungen an den französischen Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht wachzurufen. Auch seine Verteidiger stellten ihn als bemitleidenswerten politischen Flüchtling dar. Kommenden Montag wird sich zeigen, ob diese Argumente auf die Richter Eindruck machten, die Croissant heute recht freundlich, ja fast kollegial behandelten. Zum Terrorismus und den jüngsten Reaktionen im Ausland hat Bundeskanzler Schmidt heute erneut Stellung genommen. Bei der 75-Jahr-Feier des Daimler-Benz-Werkes in West-Berlin verurteilte Schmidt Terrorismus und jeglichen Extremismus von links und rechts. Ich will in dem Zusammenhang ernst nehmen, was mancher wohlmeinende ausländische Kommentator und Kritiker in diesen Wochen über Deutschland schreibt. Aber ich will zweitens gewissen ausländischen Kritikern auch sagen, so geringfügig wie bei uns rechtsextreme Neofaschisten eine Mini-Rolle spielen oder linksextreme Kommunisten eine Mini-Rolle spielen, sollen jene ausländischen Kritiker in ihrem eigenen Lande einmal nachsehen, wie es dort aussieht.
Und ich füge für unsere ausländischen Freunde drittens hinzu, diejenigen, die uns Deutsche und auch die Deutsche der heute nachwachsenden Generation mit Recht aufrufen, dass wir uns auseinandersetzen mit dem geistigen und geschichtlichen und politischen Erbe der Nazi-Katastrophe und mit der Frage, wie es zu ihr kommen sollte. Diejenigen, die uns dazu aufrufen, die finden uns dazu bereit. Diejenigen aber, die der Bundesrepublik Deutschland den Prozess machen wollen, die finden uns als ihre entschlossenen Gegner. Die vom Bundeskanzler am Wochenende vorgeschlagene Verfassungsänderung mit dem Ziel eines bundeseinheitlichen Polizeirechts wird von der CDU-CSU-Opposition zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. Ein Unionssprecher sagte heute gegenüber dem WDR, mit freiwilligen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern könne dasselbe erreicht werden. Ohne Vertreter von CDU und CSU fand heute im Bundestagsausschuss für Bildung und Wissenschaft ein Anhörverfahren zur Ausbildungsförderung statt. Grund für die Absage war die Teilnahme von Mitgliedern der Vereinigten Deutschen Studentenschaften, VDS. Die Abgeordneten der Opposition wollten dagegen protestieren, dass auf dem letzten VDS-Treffen eine Bundesflagge als Fußabtreter missbraucht worden sei. Die Studentenorganisation hat sich allerdings von diesem Vorfall distanziert. Im Entführungsfall Schleyer gab es auch heute keine offiziellen neuen Nachrichten, wohl aber verschiedene Informationen aus Kreisen der Sicherheitsorgane. Danach hat das Bundeskriminalamt am Wochenende eine weitere Mitteilung dem Genfer Rechtsanwalt Payot übergeben. Sie soll aber ebenso wie eine vorausgegangene Botschaft des BKA von Anfang vergangener Woche bislang nicht von den Entführern abgerufen worden sein. Im Rahmen der Terroristenfahndung wurden in der vergangenen Nacht eine Frau und ein Mann in einem D-Zug auf der Strecke Puttgarten-Bremen festgenommen. Angaben über die Identität der beiden und über die Gründe für die Festnahme wurden nicht gemacht. Regierungssprecher Bölling sprach lediglich von zwei Randfiguren der Terrorszene. Die Ereignisse der vergangenen Wochen haben dazu geführt, dass der für den 4. November geplante Bundespresseball in Bonn nicht stattfindet. Man entschied sich heute für die Absage, weil so wörtlich der zu erwartende Sicherheitsaufwand dem Charakter des Festes entgegensteht. Indira Gandhi, bis zum März dieses Jahres Ministerpräsidentin von Indien, ist verhaftet worden. Ihr wird Unterschlagung vorgeworfen. Beamte der Untersuchungskommission der neuen konservativen indischen Regierung brachten sie in Handschellen an einen unbekannten Ort. Erst vor kurzem hatte die abgewählte frühere Regierungschefin versucht, politisch wieder Fuß zu fassen. Bei mehreren Kundgebungen ihrer Partei war sie stürmisch umjubelt worden. Sie hatte scharfe Kritik an der neuen Regierung geübt. Gegen ihren Sohn und mehrere ihrer Mitarbeiter laufen ebenfalls Ermittlungen. Auch ihnen wird Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vorgeworfen. Kronprinz Hassan von Jordanien, der seit gestern einen offiziellen Besuch in der Bundesrepublik macht, wurde am Nachmittag von Bundeskanzler Schmidt empfangen. Die Bundesregierung hat gegenüber dem jordanischen Gast die jüngste amerikanisch-sowjetische Nahosterklärung ausdrücklich begrüßt. Bei einem Essen für den Kronprinzen sagte Außenminister Genscher, auch für die Bundesrepublik und die anderen EG-Staaten müsse eine Friedenslösung im Nahen Osten die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes berücksichtigen. An Friedensverhandlungen sollten die Palästinenser teilnehmen. Auch bei dem Gespräch zwischen Hassan und Schmidt ging es um das Nahostproblem und um Wirtschaftsfragen. Bei seiner Rede in West-Berlin ging der Bundeskanzler auch auf das Verhältnis zur DDR ein. Er hoffe auf baldige neue Gespräche. Allerdings stehe Bonn nicht unter Erfolgszwang. Die von SED-Generalsekretär Honecker erhobene Forderung nach Anerkennung einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft lehnte Schmidt ab. 750 der 1000 Beschäftigten im Kernkraftsektor der Gute-Hoffnungshütte in Oberhausen müssen seit heute kurz arbeiten, mindestens für ein halbes Jahr. Die Unternehmensleitung begründete diesen Schritt mit dem Baustopp für Kernkraftwerke in der Bundesrepublik. Dadurch sei der Bau von Druckbehältern nicht mehr möglich. Zurzeit arbeitet die Gute-Hoffnungshütte noch an zwei nuklearen Aufträgen für Brasilien. Mit der gleichen Begründung, einem Baustopp für Kernkraftwerke, hat die Mannheimer Firma BBC heute 290 Mitarbeiter entlassen. Das Wirtschaftsprogramm der britischen Regierung hat heute zu Beginn des Parteitages der Labour Party in Brighton die Unterstützung der Delegierten gefunden. In einer Entschließung fordern sie gleichzeitig schärfere Preiskontrollen und Maßnahmen zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Über den Parteitag berichtet Edmund Gruber. Ganz im Gegensatz zum vergangenen Jahr,
Als die Flügelkämpfe innerhalb der Partei die Szene beherrschten, soll es diesmal ein Parteitag der Geschlossenheit werden. Ein Parteitag voll des Lobes für den finanzpolitischen Erfolg der letzten 9 Monate. Die Delegierten wurden gleich am heutigen Vormittag vom Podium des Parteivorstandes herab auf den Tatbestand verwiesen, dass dieser Labour-Parteitag des Jahres 1977 der letzte vor der nächsten Wahl in Großbritannien sein könnte. Dass es gelte, die Lohnempfehlungen der Regierung zu beachten und Kritik aus den eigenen Reihen zu dämpfen, die gerade heute Schlagzeilen gemacht hatte. Jack Jones, der Vorsitzende der mächtigsten Gewerkschaft, hatte die Bosse der Labour Party an ihre sozialistischen Prinzipien erinnert, an ihren Kampf um Gleichheit, der nicht vereinbar sei mit dem aufwendigen Lebensstil führender Genossen. Zurück zur reinen Wahrheit der früheren Jahre. So etwa lautet der Ruf der linken Widersacher des Kongresses, die sich, wie auch Jack Jones, hauptsächlich um die Arbeitslosigkeit in Großbritannien kümmern, um die Ankurbelung der Wirtschaft durch eine höhere Ausgabenfreudigkeit des Staates oder um die Europafreundlichkeit der Regierung, die ihnen zuwider ist. So gab denn heute gleich zu Beginn der britische Schatzkanzler Denis Healey diesen Kritikern zu bedenken, dass, wie er es ausdrückte, die Schlacht gegen die Inflation in Großbritannien gewonnen sei. Dass die Inflationsrate gegenwärtig zwar bei 13% liege, aber ständig sinke. Dass das Pfund Sterling stabilisiert worden sei und dass es jetzt darauf ankomme, gewonnenes Terrain nicht wieder zu verschenken. Zwei der größten deutschen Angestelltenkrankenkassen, die DAK und die Kaufmännische Krankenkasse Halle, wollen im nächsten Jahr ihre Beitragssätze nicht erhöhen. Sie begründen das heute mit einer günstigen Kostenentwicklung in den Jahren 76-77. Das Leistungsangebot soll unverändert bleiben. Eine freie medizinische Hochschule will der Verband der Ärzte Deutschlands, Hartmann-Bund, in Koblenz gründen. Zum Wintersemester 1979-80 sollen die ersten 50 Studenten ihr Studium beginnen. Im Gegensatz zu den staatlichen Universitäten wird die Ausbildung von Beginn an sehr stark praxisorientiert sein. Die Studienplätze werden von der zentralen Vergabestelle in Dortmund verteilt. Interessant an dem Projekt ist die Finanzierung. Die Investitionen sollen durch einen Immobilienfonds aufgebracht werden. Gegen eine ähnliche freie Universität läuft in Hamburg eine Klage des Senats. Die Einkellerung von Kartoffeln ist heute vom Bundesernährungsministerium empfohlen worden. Die gegenwärtigen Preise liegen wegen guter Ernten weit unter denen der beiden Vorjahre. Im Laufe des Winters sei jedoch wieder mit einem Preisanstieg zu rechnen. Eine neue Idee der Bundespost. Pakete und Päckchen aus dem Packset. Faltschachteln in 4 Größen mit allem Versandzubehör sollen den Postkunden für 1 bis 2 Mark an den Schaltern angeboten werden. Zunächst jedoch nur in und um Hamburg, Karlsruhe und Regensburg, wo heute ein 6-monatiger Versuch gestartet wurde. Erreicht werden soll damit bequemes Packen, schnelleres Sortieren und mehr Sicherheit bei der Zustellung. Also weniger Ärger für Absender und Empfänger und natürlich für die Post. Die Schweiz ist über einen Entführungsfall erregt, den angeblich ersten seit 25 Jahren. Opfer ist die 5-jährige Graciela Patiño, eine Großnichte des bolivianischen Zinnkönigs und Milliardärs Patiño. Wenig später meldeten sich die Kidnapper bei den Eltern des Mädchens, stellten aber noch keine Forderungen. Bei den Entführern handelt es sich um 2 Männer, die Graciela auf dem Grundstück des Familienschlosses in Genf mit einer Limousine verschleppten. Ein Hausangestellter wurde von den Verbrechern niedergeschlagen. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 4. Oktober. Die Fronten eines sich ostwärts verlagernden Sturmtiefs bei Island greifen morgen von Westen auf Deutschland über. Mit ihnen dringt erst milde, dann wieder frische Meeresluft nach Mitteleuropa ein. Die Vorhersage für morgen. Im Osten und Süden nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder meist sonnig und trocken. In der zweiten Tageshälfte von Westen Bewölkungszunahme und nachfolgend zeitweise Regen. In den anderen Gebieten von Westen rasche Eintrübung und danach zeitweise Regen. Ab Nachmittag im Nordwesten Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern. Tiefstemperaturen stellenweise bei 0 Grad, sonst 2 bis 7 Grad. Tageshöchsttemperaturen 12 bis 17 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Tagesverlauf zum Teil böig, auffrischender Wind aus Süd bis West.